Rote Rosen, eine der beliebtesten Serien im deutschen Fernsehen. Unter anderem mit Cheryl Shepherd, Hermann Tölke, Anja Franke und Horst von Lütticher. Was? Horst von Lütticher? Ach so, das ist der Neue in der Serie. Klar. Und um so auszusehen, muss Horst sehr lange in die Maske. Drei Stunden dauert die Verwandlung von Guido Kanz zu Horst von Lütticher. Heute ist ein ganz großer Tag für mich. Ich stehe vor den Rote-Rosen-Studios und neben mir ist unser Lockvogel und der Regisseur dieser Serie, Patrick Fichte. Schön, dass du mitmachst. Ja. Patrick, mit wem darf ich heute spielen? Na, mit unserer Hauptrose natürlich, Cheryl Shepherd, und mit der ewigen Rose, Anja Franke. Ja, ich bin ja Horst von Lütticher. Wie soll ich meine Rolle anlegen? Hintergründig. Ja. Immer hintergründig. Ich würde sagen, wir legen los, es ist angerichtet. Ich auch, ich bin aufgeregt. Sieht er nicht toll aus? Unglaublich. Am Set laufen die letzten Vorbereitungen. Der Regisseur weist die beiden Hauptdarstellerinnen, Cheryl Shepherd und Anja Franke, ein. Da hinten kommen die Komparsen. Horst von Lütticher spielt den Barkeeper. Eine Rolle, die eigentlich viel zu klein ist für sein Ego. Aber egal. Der Regieassistent erklärt ihm, also besser mir, was ich zu tun habe. Aber ich mache ja eh, was ich will. Lutz, wir sind sortiert, die beiden sitzen ja nur, im Prinzip. Wie gesagt, wir fangen auf den Stein an und ziehen auf. Und dann ist es gewissermaßen eigentlich eine Standardnummer. So, wir tun's. Diese zwei Steine. Am Set sind übrigens alle eingeweiht, außer den beiden hier. Das ist ja auch durcheinander. Achtung! Wir starten bitte die Mats. Wir drehen. So. Und Ruhe. Dann Achtung und bitte. Hübsch. Halb Edelsteine. Ich will ein Armband machen. Mhm. Deswegen wolltest du aber keinen Kaffee mit mir trinken, oder? Ich bin durcheinander. Und du sollst mich sortieren. Und hab die Dame, darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Ein Kaffee, schwarz, hätte ich gern. Sehr wohl, Milady. Milady, ist der neu hier? Eine Aushilfe. Frau Sarah Vakus hat ihn mir eben vorgestellt. Bis hierhin lief alles glatt. Zu glatt für meinen Geschmack. Ich packe den alten Operntrick aus. Ich habe Mathis erklärt, dass es keine gemeinsame Zukunft für uns gibt. Und das ist gar nicht richtig? Leute, auf Anfang. Das hat mich jetzt gerade irritiert. Das tut mir leid. Horst, kannst du noch mal abhusten vorher? Oder? Entschuldigung, wir müssen erkältet. Ganz kurz. Ja. Das ist ja kein Problem. Entschuldigung, alles klar. Entschuldigung. Ja, ist, was mir gerade einfällt. Kann passieren, ne? Gekauft, aber da wir gehangen haben. Also direkt nochmal auf uns. Ja? Dann eben nochmal. Mal sehen, was mir jetzt einfällt. Die Zusammenarbeit mit ihm macht großen Spaß. Kaffee. Danke. Hoch, da bleibe ich doch einfach mal stehen. Das ist gut. Dankeschön. Danke sehr. Nein, wir gehen doch mal auf Anfang. Tut mir leid, wir müssen nochmal auf Anfang gehen. Horst, du müsstest dann Kaffee hinstellen und dann aber gleich wieder los, ja? Okay, ja. Sonst, ich bring mich was ein. Okay, ja, alles klar. Ja, ja. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gerne einen schwarzen Kaffee, bitte. Sehr wohl, Milady. Milady, ist der neu hier? Jetzt gebe ich mal den Tollpatsch. Frau Sarah Vakus hat ihn mir eben vorgestellt. Leute, auf Anfang. Horst, bitte keine zusätzlichen Texte jetzt noch, weil da hätten wir das mit dem Ton. Tut mir leid, sorry. Komm, jetzt klappt's. Cheryl muss lachen. Das ist ganz schlecht für die Konzentration. Moment. Ich bin soweit. Durchaus. Einmal Kaffee, bitte. Dankeschön. Danke sehr. Die Zusammenarbeit mit Milica ist sehr, sehr interessant. Und er ist auch ein toller Mann. Ja, im Grunde genommen doch genau. Ich finde, so ist die Rolle des Barkeepers. Sie schon.
Zu langweilig. Da ist doch viel mehr drin. Ich biete mal was an. Aus! Ist das Problem? Es ist okay. Ich finde die Geschichte, seid ruhig bitte, mit der Kaffeenummer auch ganz gut. Wenn Sie nach vorne kommen für diese Kaffeegeschichte und dann müssen Sie, wenn Sie zurückgehen, sich aber hinten ein bisschen ruhiger verhalten. Also nicht so viel Aktion hinterm Tresen. Ach, das war gar nicht gewünscht, noch ein bisschen was. Kein Rumgelaufe, den Kaffee machen und nach vorne bringen zum verabredeten Zeitpunkt. Wollte nur was anbieten. Gut, hab bitte da ja Lutz. Andere Sachen du schon hast gemacht. Das ne? Aber die Haare, also deswegen. Was ist denn mit den Haaren jetzt? Bei der Dame, bei der Hauptdarstellerin. Sieht von hinten komisch aus, oder? Nein, ist alles in Ordnung. Okay, danke. Horst, bitte lass. Das ist auch nichts, worum Sie sich kümmern müssen. Na gut, aber ein bisschen Humor wird doch wohl dabei sein dürfen. Guten Tag, die Dame. Was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gerne einen schwarzen Kaffee, bitte. Sehr wohl, Milady. Entschuldigt, ich denke, ihr versteht. Also, es gibt klare Ansagen. Es gibt klare Ansagen, dass Sie bitte nach vorne gehen, die Bestellung entgegennehmen. Und ich möchte Ruhe bitte allgemein. Und ich möchte auch kein Hö-Hö-Hö danach haben oder Ähnliches. Die Zusammenarbeit. Das liegt nicht immer an mir, merkt man da, ne? Bitte Ruhe jetzt am Chef. Ruhe bitte, wir drehen. Wo steige ich ein? Na, endlich. Cheryl ist komplett raus. Ist irgendwas los? Oder? Ein bisschen Raum. Bitte, ist irgendwas los? Du quatschst ein bisschen so viel, mein Schatz. Ja, das ist ja. Weil wir müssen uns konzentrieren und wenn du dann so laut im Hintergrund, dann ist es schwer. Okay, dann halte ich halt den Mund. Man hat als Kellner ja noch andere Möglichkeiten. Ich bin völlig blockiert. Und jetzt? Wo ist das Problem? Vielleicht lasse ich mal den Charmeur raus. Einen Kaffee. Dankeschön. Sie sehen übrigens bezaubernd aus. Danke. Danke sehr. Oh, Leute. Sie gehen bitte nach vorne. Sie sagen, hier ist Ihr Kaffee. Des Weiteren sagen Sie nichts und dann gehen Sie wieder nach hinten. Ja. Ich kriege gleich die Mocken. Ich wollte den beiden helfen. Ich möchte jetzt nicht darüber diskutieren. Sie machen es bitte so, wie ich es gesagt habe. Ich kannte das nur aus Amerika, deswegen. Ja. In Amerika hilft man sich Wir sind aber nicht in Amerika, wir sind hier und wir tun es jetzt bitte so, wie ich es gesagt habe. Da haben Sie recht. Und jetzt absolut geht's recht. Los. Ja. Ups. Eieiei. Das hatte noch gefehlt, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, ehrlich gesagt. Ich habe es dreimal super gemacht, dann kann man seinen Text nicht. Ich möchte, dass dieser Mann das Set verlässt. Ja. Augenblicklich, ja. Ich habe die Schnauze verlässt er auch, bringt ja nichts. Sie gehen bitte weg und wir ich drehen den Rest nochmal. Man kann ja Fehler machen, das ist ja richtig. Jeder macht Fehler, aber nicht 30 in einer Szene. Das wollte ich ja auch gar nicht. Ich habe mich da auch dreimal schon entschuldigt verlassen. Für. Ja, ich kann Ihnen beiden nur sagen, wenn Sie mal mit einem vernünftigen Regisseur zusammenarbeiten wollen, ist kein Problem. Nur als kleiner Tipp. Sie gehen jetzt. Ja, ich gehe jetzt auch. Jetzt. Ja. Im Abendprogramm wäre schön für Sie zwei. Sie haben mehr verdient. Das ist meine. 20.15 Uhr, samstags abends, Frau Franke. Wäre sehr schön. Ganz kurz, vielleicht mal kurz herkommen. 20.15 Uhr, samstags abends, wäre super. Nicht nachmittags. Abends ist besser. Im ersten, einfach mal kurz hier rüberkommen. Ich sage herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie? Super! Wir wissen nur nicht, dass ich den Rest des Tages noch mit dir drehen muss. Ja, ich weiß! Herrlich! Das war super. Aber ich war nicht so gut. Es war noch gut.